Herzlich willkommen auf dem Kanal von Mission eDrive zu einer neuen Folge Endlich Montag, und im heutigen Bericht geht es mal wieder um das Thema Umweltbilanz von Elektroautos. Ich würde sagen, wir legen los gleich nach dem Intro. Ganz zu Beginn will ich an alle neuen Abonnenten zuerst mal Hallo sagen und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Hier dreht sich alles um die Elektromobilität in der Schweiz, aber auch im Ausland. Wir betrachten jeweils am Montag, in dieser Folge Endlich Montag, einen Bericht, eine Meldung aus der Presse und werden die kommentieren und entsprechend noch andere Dinge dazu sagen und auch schauen auch ein bisschen in die Zukunft des Kanals, wie es denn hier weitergeht, was für Themen anstehen. Und am Freitag kommt jeweils ein Video online, sei das ein Roadtrip, eine Vorstellung eines Autos, irgendwelche Tests oder sonst irgendwas. Wenn es top aktuelle Informationen gibt, haben wir auch unsere Folge Top News, in denen wir dann jeweils dieses Thema entsprechend mit euch besprechen. Wir können mittlerweile über 1460 Abonnenten auf diesem Kanal begrüßen. Dazu nochmals an alle neuen herzlich willkommen. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, dann lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da, denn wir haben zurzeit nur jeder zehnte Zuschauer von uns ist ein Abonnent. Das Abo kostet euch nichts, von daher könnt ihr auf den Button drücken. Es ist absolut gratis. Wie schon vor dem Intro angetönt, geht es also mal wieder um die Umweltbilanz eines Elektroautos. Und wir haben dazu einen Bericht gefunden, kann man nicht mal unbedingt sagen, denn er ist eigentlich auch in den Schweizer Medien wirklich ziemlich hoch und runter gegangen. Es ist eine Sendung des Schweizer Fernsehens. Die Sendung nennt sich Kastensturz und behandelt jede Woche so Konsumentenschutzthemen im Prinzip, wo man eben diverse Sachen anspricht. Und da ist jetzt halt auch mal wieder über die Elektromobilität berichtet worden. Und ich kann euch sagen, ganz zu Beginn, ich werde hier nichts einblenden können, denn wir haben das Schweizer Fernsehen angefragt, ob wir irgendwelche Videosequenzen oder sonstige Grafiken aus dieser Sendung eben verwenden dürfen, um so eine Folge quasi euch zu zeigen. Das ist uns leider nicht erlaubt worden, von daher ist es uns auch nicht erlaubt, jetzt irgendwelche Sachen einzublenden. Von daher müsst ihr einfach hören, was ich euch halt erzähle. Dann nichtsdestotrotz ist das Video mittlerweile auf YouTube hochgeladen worden, vom Schweizer Fernsehen eben, und das ist nun also verfügbar online, und ich verlinke es euch mal in der Videobeschreibung unten, denn wenn ihr auf der Seite des Schweizer Fernsehens, die ich auch unten verlinke, eben drauf geht auf die Sendung, dann könnt ihr die nur in der Schweiz anschauen, aber wenn ihr sie auf YouTube schaut, dann sollte die eigentlich auch in Deutschland auf jeden Fall abrufbar sein. Ja, und um was geht es nun also in diesem Bericht und dieser Sendung? Es ging nämlich darum, dass wieder mal verglichen wird, wie energieeffizient oder umwelterträglich eben ein Elektroauto wirklich ist. Und da muss ich wirklich sagen, da gibt es ein riesiges Kompliment von uns, denn es wurde wirklich mal betrachtet von Beginn, also von der Herstellung des Rohstoffes bis eben zur Entsorgung wurde alles mit einberechnet. Und da kann ich sagen, da ist das Elektroauto immer am besten unterwegs. Es wurde verglichen in drei Kategorien, zum einen mal in der Kleinwagenklasse, in der Mittelklasse und eben in der Luxusklasse. Und auffallend ist, dass immer die Elektroautos eigentlich immer mit einem höheren CO2-Rucksack starten in eben diese Bilanz und dass sie danach eine sehr flache Kurve haben. Und es wurde jeweils verglichen, wie denn die Autos nach 200.000 Kilometern eben dastehen mit dem ausgestoßenen CO2. Ja, und in der Mittelklasse zum Beispiel wurde ein Tesla Model 3 eben verglichen. Und da ist eben auch wieder zu sehen, dass das E-Auto eigentlich schon nach gut über 20.000 Kilometern bereits viel besser unterwegs ist als ein Verbrenner oder ein Plug-in-Hybrid. Zu diesem Punkt wurde man dann auch noch befragt, also hat man den Chef von Auto Schweiz, der Generalimporteur, wurde da befragt, und der hat, ja, ich muss sagen, ein bisschen nicht so gut geantwortet, kann ich sagen, denn er hat immer wieder argumentiert, dass die Plug-in-Hybride doch gar nicht ganz gut sind. Und so, aber man muss auch einfach ehrlich sagen, die Plug-in-Hybride sind, momentan zumindest, werden sie halt von vielen falsch angewendet. Wenn man sie eben einfach nur fährt und man lädt sie eben nicht, dann transportiert man halt nur noch mehr Gewicht herum. Und ich kann sagen, im Grundsatz wirklich, die Sendung ist sehr, sehr gut, auf jeden Fall empfehlenswert, schaut sie euch auf jeden Fall an. Und ich muss wirklich sagen, es ist einer der wenigen Berichte, den ich wirklich loben muss, auch gerade darum, weil man eben wirklich mal auch die Produktion des Benzins und der Transport an die Tankstelle mal mit berücksichtigt hat in eben so einer Statistik und einer Grafik. Und da zeigt sich einmal mehr wieder, was für eine Riesenchance man eben hat mit einem Elektroauto, wenn man eben wirklich auch eine lange Zeit fährt. Und der Test wurde ja nur gemacht bis 200.000 Kilometern.
Die meisten Elektroautos können weiterfahren, weil der Elektromotor sich natürlich viel weniger abnützt als ein gleichwertiger Verbrenner eben. Von daher ist auch da die Laufleistung deutlich höher anzusetzen, die Bilanz wird nochmals viel besser. Ja, und passend zu diesem Thema hat auch der Touring Club Schweiz, der TCS, ähnlich zu vergleichen mit dem ADAC, ebenso ein Tool entwickelt, wo man eben Autos vergleichen kann. Da kann man zum Beispiel eingeben, ich will zum Beispiel ein Hyundai Kona vergleichen mit einem Hyundai Kona Verbrenner. Und da wird einem dann angezeigt, eben, wie eben die Bilanz genau ist. Ja, auch dieses Tool verlinke ich euch in der Infobox unten. Und da könnt ihr euch gerne natürlich mal ausprobieren, Autos miteinander vergleichen, verschiedene Antriebe miteinander vergleichen. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen, was dabei rauskommt. Ja, unsere Meinung zum Bericht zu der Sendung ist eigentlich, wie gesagt, schon sehr positiv ausgefallen. Gerne hätten wir euch Szenen eben eingeblendet, ist leider nicht möglich gewesen. Seitens Schweizer Fernsehen wollte man das uns nicht kostenlos zur Verfügung stellen. Hätten wir euch gerne gezeigt. Ich finde aber grundsätzlich solche Berichte sehr, sehr interessant, gerade wenn sie wirklich mal ehrlich sind und wirklich mal von Beginn bis zum Schluss eben gehen. Das heißt, auch die Verbrenner mal wirklich arg dran nimmt, dass man auch die Produktion des Benzins eben mal mit einbezogen hat und nicht nur immer gedacht hat, das ist dann bereits im Auto drin quasi und das beginnt da erst zu zählen. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass das Paul-Scherrer-Institut, die diese Statistik eben gemacht hat, diese Messung eben gemacht hat, hat eben auch gesagt, dass wenn das Auto losfährt, das Elektroauto gegen den Benziner ist eben das Elektroauto bereits besser unterwegs, auch wenn die Energie schon im Tank drin ist. Das ist auch ein gutes Argument, denn wie gesagt, das Öl muss irgendwo hergestellt werden, muss transportiert werden, muss umgeladen werden, an die Tankstelle gefahren werden und der Strom ist, ich will nicht sagen einfach da, aber den kann man natürlich im eigenen Land produzieren, was beim Öl natürlich nicht funktioniert. Und deswegen kann man eigentlich wirklich sagen, solche Berichte sind auch mal gut. Und es ist auch mal schön zu sehen, dass die Medien nicht immer nur schlecht berichten oder irgendwas bashen wollen, sondern auch mal wirklich, wenn es mal gut ist, auch das mal zeigt. Und deswegen auch wirklich der Appell nochmals an euch, schaut euch auf jeden Fall das Video an, ihr findet es unten in der Box. Wie geht es auf dem Kanal weiter? Wir haben diverse Sachen mittlerweile gedreht, sind am Wochenende, hast du vielleicht gesehen, auch haben wir im Community Feed was gepostet, dazu komme ich später noch, oder nachher besser gesagt. Haben wir den Fiat 500 eben Test gefahren, haben das Video nun also gedreht. Währenddessen hat uns auch noch freundlicherweise jemand begleitet, der ein bisschen Behind the Scenes gefilmt hat für unser Abo-Special, das wir dann in Kürze auch veröffentlichen werden. Das Video vom Fiat soll am Freitag online gestellt werden, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und das 1000 Abo-Special, das ist ein sehr, sehr aufwendiges Projekt, da will ich ein bisschen was schön machen mit dem ganzen Schneiden und so, das soll auch ein bisschen Zeit haben, aber wird dann auch zeitnah auf dem Kanal veröffentlicht. Zudem planen wir, wie schon letzte Woche angesprochen, eben ein Video zum Laden zu Hause, ein Re-Upload quasi, eine Neugestaltung eben von verschiedenen Ladelösungen, die man zu Hause eben hat. Beginnen wir da mal dann mit der Planung. Das wird auch in Kürze dann veröffentlicht, so wie auch der Hyundai Ioniq, den wir in Kürze testen können für euch. Ja, und sonst, wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, dann einfach reinschreiben oder bei uns kontaktieren über die Social Media Kanäle. Ihr könnt uns da auf jeden Fall gerne folgen auf Twitter, Instagram und auf Facebook. Ich habe es vorhin schon angetönt, der Community Feed. Wir haben jetzt nun, weil wir 1000 Abonnenten haben, auch die Möglichkeit, euch eben solche Sachen zu posten, Bilder, Abstimmungen und so weiter und so fort. Das seht ihr dann jeweils auf eurer Startseite bei YouTube. Dann könnt ihr da jeweils ein bisschen mit uns mehr interagieren und wir auch mit euch und das natürlich in einer viel kürzeren, schnelleren Zeit. Ein sehr gutes Feature, wie ich finde. Und da werden wir auch in Zukunft jetzt gewisse Abstimmungen dann machen, was für Autos, was wir testen sollen. Also wir werden da zum Beispiel eine Frage stellen, was oder welches Auto sollen wir dann als nächstes für euch testen? Da könnt ihr da abstimmen und dann können wir so ein bisschen noch mehr auf eure Wünsche eben eingehen. Wir werden da jeweils Sachen posten, einfach mal vorbeischauen und uns da auch eben eure Stimme geben, dass wir dann auch ein gutes Resultat haben, wo wir dann darauf aufbauen können. Also nicht verpassen, Community Feature oder Feed besser gesagt, das ist neu bei uns. Da sind wir noch ein bisschen am Ausprobieren, wie, was, wo. Aber das ist jetzt auch etwas, wo wir mit euch noch mehr interagieren können. Ja, das soll es auch für dieses Video bereits wieder gewesen sein. Kurze Sache heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch ein Video einen Daumen hoch. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ist, wie gesagt, kostenlos. Und natürlich dürft ihr auch das Video oder auch den ganzen Kanal natürlich mit euren Freunden, Familien und Bekannten teilen. Ist natürlich auch schön, wenn wir da so durch euch noch empfohlen werden. Ja, und sonst wünsche ich euch einfach eine wunderschöne Woche jetzt. Macht's gut, bleibt auf jeden Fall gesund. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao miteinander. Wenn das Auto losfährt, also der Verbrenner gegen den Benziner. Also der Verbrenner gegen den Benziner. Ist eben. Der Verbrenner. Das Elektroauto gegen den Benziner ist eben das Elektroauto.